Liebe Freundin, liebe Freunde, Sokrates, Tod, wo ist dein Stachel? Was kann uns heute an Sokrates liegen, an einem Denker, der vor 2400 Jahren gestorben ist? Und was macht die Faszination eines Denkers aus, der so viel Kulturen, so viele Jahrhunderte überdauert hat? Sokrates ist ein Ärgernis, Sokrates ist eine Provokation, Sokrates ist ein Störenfried, Sokrates ist ein Ortsloser, Sokrates ist ein Erotiker, Sokrates ist ein wandernder Philosoph, Sokrates ist ein Kritiker des alten Götterglaubens, er ist ein Tapferer, er ist ein Bezwinger der Todesfurcht, er führt eine Existenz fast wie ein Stadtstreicher, er bleibt ein Skandalon, ein Ärgerniserregender. Mit Sokrates zu denken heißt immer wieder, in Tauchbäder von hell und kalt reinzugehen, heißt das Abenteuer des Denkens auf sich zu nehmen. Hannah Arendt, die große deutsche jüdische Philosophin, hat einmal gesagt, Denken ist ein gefährliches Unternehmen. In der Tat hat Denken eine subversive Sprengkraft. Und immer dort, wo wir uns in das Wagnis des Denkens und des Bedenkens hineinlassen, da stellen sich auch existenzielle Fragen für uns. Da haben wir die Chance, unbequem zu werden, unser Selbst zu entdecken, unsere Eigentlichkeit, unser Ich und uns gegen eine Welt zu stemmen, ein Störenfried zu werden. Schön war er nicht, der große Philosoph. Er ist eher klein, dickbäuchig, kahlköpfig und stumpfnäsig und er hat Basedow-Augen, die nach vorne überquellen. So wird er uns aus den antiken Skulpturen übermittelt. Er ist, um ein Wort gesprochen, er ist ein hässlicher Mann von der körperlichen Erscheinung. Alkibiades, einer der schönsten und reichsten und erfolgreichsten Jünglinge Athens zur sokratischen Zeit, ein Lieblingsschüler des Sokrates, nennt ihn einmal scherzhaft, ich zitiere, hässlicher als die Silene im Satyrspiel. Sokrates trinkt wenig, aber wenn er trinkt, dann säuft er seine Partner unter den Tisch. Nach bürgerlichen Maßstäben verhält sich der Mann indiskutabel. Der Philosoph Ernst Bloch, den wir von seinem Werk Prinzip Hoffnung kennen, der Philosoph Ernst Bloch schreibt einmal über Sokrates, er war ein absoluter Hallodri, hatte keinen Schreibtisch, keine Bücher, hielt sich nirgends ständig auf, war sozusagen ein Faulpelz der schöpferischen Art. Das Faulenzen war seine einzige Tätigkeit. Trotzdem hatte er die machtvollste Nachwirkung ausgeübt, weil seine Freunde mit den Lehren des Sokrates zugleich eine einzigartige, bezaubernde Person überliefert haben. Soweit Ernst Bloch. Seine Freunde, seine geistigen Weggefährten waren gleichsam, jesuanisch gesprochen, seine Apostel. Und so teilt Sokrates sein Schicksal mit dem 400 Jahre später geborenen Jesus von Nazareth, dass er keine einzige Zeile von ihm selbst überliefert hat. Es gibt keinen Autograph von ihm. Wir kennen kein Wort wie Jesus von Nazareth. Wir wissen nur, was andere von ihm überliefert haben. Und wir wissen das ja aus den vier Evangelien, wir wissen das aus der historisch-kritischen Bibelforschung, wie mühsam es ist und wie schwer das Unterfangen ist, beispielsweise den historischen, authentischen Jesus aus all seiner Verklärung, aus seiner Einbindung in religiöse Tagesströmungen und ideologische Ausrichtungen herauszuschälen. So ist es denn auch bei Sokrates. Er ist kein systematischer Philosoph, er besitzt keinen Lehrstuhl, er ist das, was die Antike einen peripatetischen Denker nennt, einen umherwandelnden Denker. Er ist einer der großen denkerischen Flaneure der Weltgeschichte. Sokrates ist ein Stadtmensch, er hat Athen sehr wenig verlassen. Die Agora, der Marktplatz, ist sein öffentlicher Ort des Wirkens, ist der öffentliche Ort der Philosophie. Sokrates geht barfuß und in abgetragenen Kleidern, er legt keinen Wert auf bürgerliche Konventionen. Wir würden ihn heute als einen Philosoph der Hippie-Generation bezeichnen. Er hat so etwas Kerouakisches, so etwas Aufständiges, Rebellisches. Er schreibt die Erkenntnisse seines Denkens grundsätzlich nieder, grundsätzlich, denn für ihn ist Denken immer ein Prozess, er ist immer fließend und wo wir Denken festhalten, wird es statisch, da wird es ein Ergebnis eines gewissen Kairos, eines gewissen Augenblicks, aber es ist nicht mehr selber im Fluss. Er leistet, wie Hegel später voller Bewunderung sagen wird, wohl der größte Philosoph der deutschen klassischen Philosophie, wie Hegel bewundernd sagen wird, er leistet die Anstrengung des Begriffs. Er leistet die begriffliche Arbeit. Er leistet es, den Grundfragen des Menschseins in einer logisch klaren Weise auf den Grund zu gehen. Hier vorne ist noch Platz, können Sie mal sagen. Schreiben hat für Sokrates etwas Konservierendes. Es friert das einmal Gedachte in allen Ewigkeiten ein. Es ist Ergebnis und nicht die Geburt des Denkens. Mit anderen Worten, wir können bei Sokrates das Denken in statu nascendi können wir verfolgen. Das ist ein aufregender Prozess.
Er ist in seinem Denken in einem ununterbrochenen Dialog. Sokrates ist ein, wenn man will, eminent moderner Philosoph des Kommunikativen, so wie Karl Jaspers es im letzten Jahrhundert gesagt hat. Denken, Philosophie, Freiheit entsteht immer nur im Miteinander, immer nur als Dialogisches. Wir erfahren über Sokrates von verschiedenen Autoren. Einmal erfahren wir von ihm, von einem seiner Schüler Xenophon. Es war ein Offizier und Schriftsteller. Und Xenophon schreibt über ihn: So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Turnschulen. Und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen. Und auch den Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammen sein konnte. Und er sprach meistens. Und wer nur wollte, dem stand es frei, ihm zuzuhören. Und er hat im Unterschied zu den damaligen Philosophen, die sozusagen up to date waren, den Sophisten, hat er kein Geld für seinen Unterricht verlangt. Worüber sprach Sokrates? Auch darüber unterrichtet uns Xenophon. Er selbst aber unterhielt sich immer über die menschlichen Dinge und untersuchte, was fromm oder was gottlos, was schön oder was hässlich, was gerecht oder ungerecht ist, was Besonnenheit und was Torheit ist, was ein Staat und ein Staatsmann ist, was eine Herrschaft über Menschen und ein Herrscher über Menschen ist, was Tapferkeit und was Feigheit ist, sowie über das andere, durch dessen Wissen die Menschen nach seiner Meinung tüchtig und gut seien, während sie bei Unwissenheit darüber mit Recht als Sklavenseelen bezeichnet würden. Er ist ein Mann der Aufklärung. Er will die Menschen zum Wissen befähigen und er will ihnen nicht ein Wissen aufpropfen, sondern im Dialog will er im Sinn der Mäeutik, der Hebammenkunst, will er das Wissen, das in jedem von uns angelegt ist, entbinden zur Welt bringen. Sie sehen schon, hier ist eine ganz starke Affinität, also Verwandtschaft zur Psychotherapie, die ja auch dem Menschen, der gegenüber sitzt, nicht etwas überstülpt, sondern etwas rausholt, was in ihm ist, an Qual, aber auch an Befreiung, an neuem Lebensentwurf. Sokrates lebte von 470, das Geburtsdatum ist etwas umstritten, plus minus, bis zum Jahr 399, bis zu seinem befohlenen Freitod. Seine Berichterstatter bezeichnen ihn bald als Bildhauer, bald als Steinmetz. Sicher ist, dass sein Gewerbe schon von seinem Vater ausgeübt wurde, seinem Vater Sophroniskos. Seine Mutter, Phainarete, sehr interessant, war eine Hebamme. Sokrates spricht von ihr als einer sehr berühmten und mannhaften Hebamme. Also sie war eine Handwerkerin des Heils, eine erfahrene Frau. Sokrates selbst geht keinem geregelten Erwerb nach. Das wissen wir nun mit absoluter Sicherheit. Er ist verheiratet und seine Frau heißt Xantippe. Und wie wir alle wissen, Xantippe hat eine schlechte Presse. Noch heute sagen wir zu einer zänkischen, bösartigen, zickigen Frau, du bist eine Xantippe. Mir scheint, es ist sehr ungerecht. Und über sie hätte Christine Brückner auch die ungehaltene Rede einer ungehaltenen Frau schreiben sollen. Denn die Xantippe sorgt für den Lebensunterhalt nicht nur von Sokrates, sondern auch für die drei Söhne Sophroniskos, der heißt wieder Großvater, Lamprokles und Menexenos. Man sagt, dass sie diesen Steinmetz- oder Bildhauerbetrieb mit der Hilfe einiger Sklaven fortgeführt hat, dass sie die Rechenführung gemacht hat, dass sie die Sklaven beaufsichtigt hat. Ein böses, zänkisches Weib war sie so mit Sicherheit nicht. Sie war auch eine Frau, die diesen schwierigen Mann, diesen Halodri in Anführungszeichen, Ernst Bloch zu zitieren, auch aushalten musste. Wie sehr sie ihn geliebt haben muss, geht unter anderem auch davor, dass sie ihn mit den drei Söhnen permanent besucht hat, in seiner 30-tägigen Kerkerschaft vor dem Tod und schrecklich geweint hat angesichts seines bevorstehenden Todes. Sie hat ihn offensichtlich auch, wie die Legende berichtet, wenn sie ärgerlich war, wenn er wieder nicht nach Haus kam und die Erbsensuppe anbrannte, dann hat sie ihn beschimpft und soll ihn mit schmutzigem Wasser soll sie ihn begossen haben. Und Sokrates erwidert darauf, sagte ich nicht, dass Xantippe auch Regen bringt, wenn sie donnert. Also da muss auch einiges hin und her gewesen sein. Einzig der witzige Dichter Bert Brecht hat eine Ehrenrettung der Xantippe vorgenommen. Und er hat einmal ein schönes Gedicht geschrieben, witziges. Xantippe sprach zu Sokrates, du bist schon wieder blau. Er sprach, bist du sicher des? Fragezeichen. Kein Mensch weiß was genau. Er gilt noch heute als Philosoph und sie als böse Frau. Soweit Bert Brecht. Soweit also die privaten Umstände. Sicher ist, was man zusammenfassend sagen kann und was Cicero in folgenden Worten formuliert. Cicero sagt, Sokrates hat aber als erster die Philosophie vom Himmel heruntergeholt, in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser eingeführt und sie, die Philosophie, gezwungen, nach dem Leben, den Sitten, dem Guten und dem Bösen zu fragen. Das ist eine der hervorragendsten Leistungen von Sokrates, die man gar nicht hoch genug ansiedeln kann. Wenn wir heute den Zustand der aktuellen Philosophie betrachten, etwa schon seit 150 Jahren, hat die Philosophie
Mit wenigen Ausnahmen. Ausnahmen waren etwa ein Mann wie Nietzsche oder wie Karl Jaspers oder wie Hannah Arendt oder wie Jean-Paul Sartre. Aber im Großen und Ganzen hat sich die Universitätsphilosophie völlig in den Elfenbeinturm der hermetischen Selbstbeschränkung und der Unverständlichkeit zurückgezogen. Ich muss gestehen, dass ich einen erheblichen Teil der universitären philosophischen Literatur, der wissenschaftlichen Literatur heute nicht mehr verstehe. Ich kann sie nicht lesen. Es ist eine dermaßen Grenzgebiete und Forschungsgebiete und ein dermaßen hochgestochener Wortschatz, eine Insider-Terminologie. Da müsste ich mich monatelang wieder einarbeiten, um da mitzukommen. Die Universitätsphilosophie ist zu einem großen Teil unfruchtbar wie ein alter Ziegenbock. Und in Wirklichkeit hätte die Universitätsphilosophie, sie verwaltet gewaltige Schätze, aber in einem Museum, das sie zur Sicherheit dreimal abgeschlossen hat. Auch die Darstellung großer Philosophie gelingt den Universitätsphilosophen nur in Ausnahmefällen. Es geht kein Zauber aus. Während wir heute eine Gegenbewegung, eine sokratische Gegenbewegung von unten haben, denken Sie an den wundervollen Roman Sophies Welt. Genau, Sophies Welt. Und denken Sie heute an die vielen, vielen populären philosophischen Schriften, die rauskommen. Sokrates im Liegestuhl, Seneca für Gestresste. Heute kommt unendlich viel auf den Markt, ist viel, viel über Philosophie, erscheint jetzt. Und wir haben von Frankreich ausgehend, mittlerweile auch in der Bundesrepublik, die Bewegung der Café Philosophiques. Wir haben hier in Koblenz ein Café Philosophique, da bin ich sehr stolz, weil ich das hier initiiert habe, wo wir uns einmal alle 4 Wochen treffen, am kommenden Sonntag wieder um 16 Uhr im Konradhaus in Ihrem Breitstein. Und das ist dermaßen, hat es eingeschlagen, dass wir mittlerweile mit Kartenvorverkauf arbeiten müssen, weil wir sonst den Saal einfach, der überfüllt wird. Und da wird einfach am Anfang wird ein Thema wird festgestellt. Wir haben über das Glück diskutiert, über Gerechtigkeit, über Leben und Tod, über Wahrheit. Und dann diskutieren alle und jeder hat das gleiche Recht. Und der Moderator, der verbindet nur. Der hält keinen schlauen Volkshochschulvortrag, der ist gelernter Philosoph in der Regel, aber der verbindet, schaut, dass alle zu Wort kommen können und dass man gewisse Argumentations- und Diskussionsstränge zusammenbindet. Das ist diese Bewegung, die auf den französischen Denker Marc Sauté, mittlerweile verstorben, zurückgeht, ist in der Tat eine Gegenbewegung. Es gibt mittlerweile auch schon einige Philosophen, die philosophische Praxen betreiben und Menschen beraten und mit Menschen auch das philosophische Gespräch pflegen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Noch einmal, wir wissen über Sokrates zunächst über Xenophon, einen seiner Schüler, der ihn nach dem Tod von Sokrates über ihn schreibt, der ihn auch im gewissen Sinn unendlich verklärt, ihn ein bisschen heiligmäßig darstellt, schon weil Sokrates durch ein Justizverbrechen, durch ein Justizirrtum zum Tode kam. Das ist eine sehr stark apologetische, verteidigende Tendenz bei Xenophon, trotzdem sehr spannend geschrieben. Wir haben einen Gegner von Sokrates, den Komödienschreiber Aristophanes, den größten griechischen Komödienschreiber, der ihn in seinem Drama Die Wolken als einen geschwätzigen, geldgierigen Tölpel darstellt. Und wir haben, wobei im Sokrates nicht böse wurde, es zeigt auch etwas von der Toleranz von Sokrates, und wir haben vor allem einen Denker, der über ihn berichtet hat, das ist Platon. Platon, das ganze platonische Werk ist zu 80% ein sokratisches Werk. Platon hat die Dialoge des Sokrates, die er mit seinen Gegenüber führte, nachgezeichnet, rekonstruiert. Und dadurch haben wir, sind über ein Dutzend Dialoge sind dadurch von Sokrates erhalten geblieben, wobei wir natürlich auch da nicht wissen, inwieweit Sokrates auch, Platon auch Eigenes hineingebracht hat. Platon war sein Schüler. Platon ist in seiner Nachfolge angetreten, wurde dann nach Sokrates der bedeutende athenische Philosophie und der dritte, der dann nachkam, genealogisch war Aristoteles. Platon hat eine Tendenz, den Sokrates zu verpriesterlichen, ihm auch eigene Ideen unterzuschieben, ihn ganz stark religiös zu stilisieren, ihm seine Seelenlehre unterzuschieben, ihm auch seine Erkenntnistheorie unterzuschieben, die berühmte Ideenlehre. Aber das würde uns weiter führen. Immerhin, wir wissen einiges von ihm. Sokrates, schreibt der Philosoph Gernot Böhme über ihn, ist Sokrates der Ortlose, Sokrates der merkwürdige Mann, der Fremde, der Befremdliche, der Sonderling, Sokrates der Auffällige, der Störenfried, der Asoziale, Sokrates die Unangepasste, die Paradoxe, die absurde Existenz. Sokrates Sonderlichkeit, schreibt Gernot Böhme, war aufreizend und verletzend. Wer sich mit ihm einließ, war fasziniert und zugleich abgestoßen, verunsichert, manchmal gar wie vom Schlag getroffen. Man nannte Sokrates einen Zitterrochen, der bis zu 100 Kilowatt Stromschläge austeilen kann. Hier heißt es, man verglich ihn mit dem Zitterrochen, der elektrische Schläge verteilt. Alkibiades spricht vom bistren Natter. Sokrates ist das Urbild des Philosophen, schreibt Gernot Böhme. Wenn das wahr ist, dann ist Philosophie etwas höchst Befremdliches. Auch das wieder ein wichtiger Erkenntnis. Die Philosophie gehört mitten unter uns. Jeder von uns ist auch Philosoph. Jeder von uns hat ein Stück Lebensphilosophie. Jeder von uns hat Gedanken über Leben, über Tod, über Glück, über Gerechtigkeit, über die Geschlechterbeziehung, über Wahrhaftigkeit, über Engagement. Natürlich sind wir alle auch Philosophen und haben viel darüber nachgedacht. Aber Philosophie, das Denken, bleibt eben auch etwas Dynamithaftes, etwas Sprenghaftes. Es ist nicht einfach eine Wochenendbeschäftigung, eine kleine Spielerei am Abend, sondern sie führt uns in tiefe, existenzielle Konfrontationen mit uns selber.
Weiter, ein drittes Moment. Sokrates hat die Philosophie auf den Menschen zentriert. Würden wir sagen, ist das selbstverständlich, womit soll sich Philosophie sonst beschäftigen? In der Tat war das eine revolutionäre Wende. Die vorsokratischen Denker, und das ist ein feststehender Begriff der Philosophie, die vorsokratischen Denker waren kosmologisch, metaphysisch interessiert. Auf Deutsch gesagt, kosmologisch, am Logos, an der Lehre über den Kosmos, über die Welt. Metaphysisch, Metaphysica, über die Dinge, die hinter den physischen Dingen stehen. Physica sind die Dinge, ist die Welt der realen Dinge. Das war die Beschäftigung der Vorsokratiker und nebenbei gesagt auch ungeheuerlich faszinierend. Wir kennen Namen wie Thales, Anaximander, Empedokles, Anaximenes, Leukipp oder Demokrit. Und sie hatten alle ursprüngliche, unterschiedliche Antworten auf den Ursprung der Welt. Thales hat gesagt, das Wasser ist das Prinzip alles Seinen. Alles entsteht aus dem Wasser. Der Anaximander hat gesagt, das Apeiron, das Unendliche und Unbestimmte, ist sozusagen die molekulare Urfigur alles Seins. Anaximenes hat gesagt, die Luft ist die Quelle alles Seins. Empedokles hat gesagt, das Wasser, Erde, Feuer und Luft sind die Urelemente des Kosmos. Wir haben das heute noch, Wasser, Erde, Feuer, Luft. In Ritualen beschwören wir das oft, auch nebenbei gesagt in der Psychotherapie. Leukipp und Demokrit haben gesagt, das Atomos, das Unteilbare, das Atom, von dem man damals annahm, das sei unteilbar. Atomeo heißt schneiden und alva privativum, man kann es nicht schneiden. Das Atomos, das Atom ist das Grundpartikel alles Seienden. Noch den jungen Sokrates haben diese Fragen sehr beschäftigt. Er sagt einmal, sagt er, ob, wenn das Warme und Kalte in Fäulnis gerät, wie einige gesagt haben, dann Tiere sich bilden? Und ob es wohl das Blut ist, wodurch wir denken, oder die Luft, oder das Feuer, oder wohl keines von diesen, sondern das Gehirn uns alle Wahrnehmungen hervorbringt, des Sehens und Hörens und Riechens, und aus diesen dann Gedächtnis und Vorstellung entsteht? Das sind Grundfragen natürlich der Philosophie. Wie entsteht das Anorganische und wie entsteht das organische Leben aus dem Anorganischen? Wie entsteht hochorganisiertes Leben? Was ist der Mensch? Die Antike hat gesagt, er ist ein Animal Rationale, ein denkendes Tier. Nietzsche sagt, er ist das nicht festgestellte Tier, das noch nicht zu Ende definierte Tier. Das sind große Fragen. Sokrates hat eine Wende in seinem Leben vorgenommen. Er hat vor diesen Fragen kapituliert. Er hat gesagt, die sind nicht lösbar und sie bringen mich nicht weiter. Er hat sich abgewendet, sozusagen von den letzten Fragen der Naturphilosophie und der Metaphysik. Und er konzentriert sich auf dieses hiesige irdische Leben. Und da ist sein Hauptinteresse die Tugend des Menschen, das gute Verhalten des Menschen. Sokrates ist ein radikaler Ethiker. Sokrates würde sich erbittert dagegen wehren, wenn wir heute Wissenschaft als wertfrei bestimmen. In der Tat, das kann man. Dann werden 2 Millionen Rinder werden umgebracht. In der Tat, dann werden 300 Millionen Tiere pro Jahr in Tierexperimenten ermordet. Das ist eine wertfreie Wissenschaft. Und es sind keine Sadisten, die sie töten. Es sind gepflegte Herren und Frauen in weißen Kitteln und mit Krawatte und im Zweifelsfall mit dem Stethoskop vor der Brust. Das hätte Sokrates nie mitgemacht. Er war ein radikaler Ethiker. Der spanische Philosoph Ortega y Gasset, gestorben 1955, hat ein Buch geschrieben über die griechische Ethik. Und darin rühmt er das Besondere, die ethische und die personale, die menschliche Qualität des neuen revolutionären sokratischen Denkens. Er schreibt, seit Sokrates kehrt der griechische Mensch dem Universum den Rücken, das Gesicht aber sich selber zu. Der griechische Geist wendet sich im Verlauf einer einzigen Generation um 180 Grad. Die Geschichte kennt kein zweites Beispiel dieser Art. Das überspannte Ganzheitsstreben, der Vorsokratiker, legt die wunderbare Wissbegierde der Griechen lahm. Von nun an hört man, wenn in Griechenland das Wort Wissenschaft fällt, in erster Linie die Bedeutung Ethik heraus. Ethik, also die gute Sitte, könnte man das wörtlich übersetzen. Sokrates holt die Philosophie aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und bringt sie unter Männer und Frauen, Zivilisten und Militärs, Handwerker und Kurtisanen, Politiker und Privatiers. Er hat mit jedem gesprochen, übrigens was sehr Jesuanisches. Er hat auch mit den Huren gesprochen und mit den Strichern und hat keine Menschen ausgegrenzt. Er ist ein Ethiker, dessen Hauptaugenmerk der Moralität des Menschen gilt, seinem aufrechten Gang. Philosophie setzt keinen Hochschlussabschluss voraus, sie ist eine Geisteshaltung, eine Art und Weise, den eigenen Verstand zu schärfen, kompromisslos genau zu denken, selbstkritisch zu sein, eine grundsätzliche Offenheit für alle Phänomene des Lebens zu haben und nicht immer so stumpf, wie wir das manchmal so tun, sagen, ich weiß doch ohnehin schon alles. Nein, immer wieder zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich habe einen brennenden Eros in mir, noch mehr zu wissen. Alles muss der Homo sapiens der Prüfung unterliegen. In welcher Zeit lebte Sokrates? Er lebte im 5. Jahrhundert, wir müssen ja rückwärts rechnen, wie gesagt, von 470 etwa bis 399. Es ist das perikleische Zeitalter, es ist die Hochzeit der griechischen Kultur,
Perikles, der große Staatsbildner, der große Gesetzesverfasser und Staatslenker. Perikles regiert fast 20 Jahre lang Athen, entwirft neue athenische Gesetze. Athen kommt zu einem ungeheuerlichen Wohlstand. Perikles schreibt einmal in einem Essay über den Staat Athen, den Stadtstaat Athen. Wir leben in einer Staatsverfassung, die nicht den Gesetzen der Nachbarn nachstrebt, also der anderen griechischen Stadtstaaten, sondern wir sind eher das Vorbild für andere als deren Nachahmer. Ihr Name ist Demokratie. Ho Demos, das Volk, Kratos, die Kraft. Das Volk hat die Macht, die Kraft. Weil unsere Stadt groß ist, kommen die Erzeugnisse der ganzen Welt zu uns. Und wir genießen die Erzeugnisse unserer Heimat genauso bei uns zu Hause wie die Güter der anderen Völker. Athen als eine mächtige Handelsmetropole. Und unsere Stadt in ihrer Gesamtheit ist eine Bildungs- und Erziehungsstätte für Hellas, also für ganz Griechenland. Es scheint mir, dass jeder einzelne Mann bei uns sich wohl in den mannigfaltigsten Formen und mit Anmut in höchster Gewandtheit zu einer unabhängigen Persönlichkeit ausbildet. Also hier ist das hohe altgriechische Bildungsideal. Die griechische Humanitas ist gemeint. Sie werden sicher als Frauen zusammengezuckt sein, dass hier steht, dass nur der einzelne Mann sich ausbilden kann. Das zeigt natürlich auch die Mängel dieser Demokratie. Wir werden da gleich noch drauf kommen. Die Frauen sind jedenfalls nicht gemeint. Es war, wenn man so will, die Aurea Aetas, das goldene Zeitalter des Griechentums. Und trotzdem ist es ein Jahrhundert voller Kriege. Es ist ganz einfach, kann man sich das klar machen. Die erste Hälfte des Jahrhunderts war der Kampf gegen den Todfeind Persien. Persien, das mit 100.000 Mann Armeen ganz Griechenland immer wieder überflutete, das sogar den Parthenon-Tempel auf der Akropolis, auf der Stadtspitze schliff. Das war ein Kampf der griechischen Stadtstaaten gegen den Todfeind Persien. Und in dieser ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts haben sich die beiden hauptrivalisierenden Städte Griechenlands, nämlich Sparta und Athen, die ansonsten Todfeinde waren, ökonomisch, militärisch, außenpolitisch, haben sich zusammengefunden. Es gab einen großen athenischen griechischen Staatenbund und sie hatten einen gemeinsamen Gegner und haben die inneren Auseinandersetzungen erstmal gebremst. Dieser Krieg gegen die Perser hat bis zum Jahr 448 gedauert. Athen ist die Führungsmacht des attisch-delischen Seebundes und die Kasse des Städtebundes, also mit Millionenbeträgen, ein gewaltiges Kapital, wird nach Athen transferiert. Athen erhält Millionen, gewinnt natürlich auch Zinsen und gewinnt auch Mitgliedsbeiträge von den abhängigen Staaten. In der zweiten Hälfte ist Persien besiegt und nun beginnt der innergriechische Kampf, der Kampf zwischen Sparta und zwischen Athen. Und er endet 404, um es ganz knapp zusammenzufassen, mit einer schauerlichen, verheerenden, bedingungslosen Kapitulation Griechenlands, Athens. Und Athen liegt zu Boden. Die absolute Katastrophe. Sokrates erlebt also noch einen Teil des großen Aufstiegs des gemeinsamen Gegners und er erlebt den Zusammenbruch Athens. Das ist nicht wichtig, weil der Prozess gegen Sokrates, der ihm den Tod bringen wird, fällt in eine Zeit, wo Athen ökonomisch, militärisch, politisch, mental auf dem Boden liegt und wo ein kritischer Denker in den eigenen Stadtmauern nicht geduldet werden kann. Athen hat etwa 150.000 Einwohner, es ist kleiner als die Hansestadt Lübeck und trotzdem wird sie innerhalb von wenigen Generationen zur führenden Geistesmetropole des gesamten Mittelmeerraumes. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass noch eine Zeit, wo die griechischen kolonialen Stadtstaaten bis nach Ägypten, bis Spanien gehen, die ganze andalusische Küste sind natürlich, Marseille, Marsilia ist eine griechische Stadt, Alexandria in Ägypten und so weiter. Das ganze Mittelmeerraum ist von griechischen Kolonisatoren erfüllt. In dieser Weltmetropole der Kultur blühen Architektur, Bildhauerei, Literatur, Theater, Wissenschaft, Philosophie. Die Tragödie erreicht mit Schreibern wie Aeschylus, Sophokles und Euripides einen welthistorischen Höhepunkt. Die sind heute noch erschütternd. Die Bildhauerei können wir heute noch besichtigen auf der Akropolis. Akros, die Spitze, Polis, die Stadt der Stadtspitze. Nach Athen strömen Persönlichkeiten wie der Historiker Herodot, der Arzt Hippokrates, Philosophen wie Anaxagoras, Parmenides, Protagoras, Zenon, auch der berühmte Komödienschreiber Aristophanes, ein Bestsellerautor der Antike, lässt sich in Athen nieder. Die Verteidigungsmauern, die Athen mit dem Hafen Piräus und dem Hafenviertel Piräus verbinden, werden errichtet. Die Hafenanlagen werden erweitert. Große Tempel entstehen auf der Akropolis. Handwerk, Handel, Justiz, kommunale Selbstverwaltung blühen. Diese Stadt ist eine demokratische Unternehmung ihrer Bürger. Demokratisch, wohlgemerkt, wir haben schon darauf hingewiesen, mit Einschränkungen. Etwa nur 30.000 Menschen in Athen sind wahlberechtigt. Es sind A nur Männer, keine Frauen. Es sind A nur die freien Athener und nicht die Sklaven. Es sind nur die Inländer und nicht die Ausländer, die Barbarei. Barbarein heißt Stammeln, die Stammler. Und es heißt,
Es sind von 150.000 sind 120 plus minus 1.000 sind ausgeschaltet von der Teilnahme an der Demokratie. Das muss man wissen. Das ist eine beinharte Klassen- und Sklavenhaltergesellschaft. Und hier sieht man natürlich auch die Beschränktheit oder positiv gesprochen die historische Bedingtheit auch von Philosophie und Philosophieren. Denn weder ein Sokrates noch ein Platon noch ein Aristoteles nimmt Anstoß an dieser harten Sklavengesellschaft. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist die ökonomische Basis. Da gibt es keinen positiven Satz über Sklaven. Dieses schreiende Ausbeutungssystem für unser heutiges Gefühl und auch ein anti-emanzipatorisches System, das Frauen ausklammert, ihnen die Bildungschancen verweigert, das wird philosophisch nicht reflektiert. Da möchte ich sozusagen Karl Marx recht geben, der sagt, jede Ideologie, jede Weltanschauung, jede Philosophie ist auch ein Überbau über den materiellen Verhältnissen. Und jede Philosophie hat auch ihre klassisch blinden Flecke. Ich staune immer, wie beispielsweise die männlichen Philosophen weibliche Probleme überhaupt nicht reflektieren. Ich finde, habe bei keinem Philosophen mal das Phänomen der weiblichen Gebärfähigkeit, der Nativität, der Gebürtlichkeit, in dem ja immer wieder neues Leben entsteht und neuer Anfang entsteht. Das habe ich noch nie bei einem Philosophen reflektiert gefühlt. Das ist nicht Männersache. Hannah Arendt beispielsweise hat das sehr stark reflektiert, die Gebürtlichkeit, die Nativität des Lebens, dass in jedem kleinen Menschen, der geboren wird, wird wieder ein Neuanfang gesetzt. Und das ist das Erschütternde und Auffüllende und das ist, wenn man so will, ein Prinzip Hoffnung. Das ist die Beschränktheit also auch der sokratischen, der altgriechischen Philosophie. Der Sklave ist, wie die Römer später im altrömischen Recht sagen werden, eine res loquens, eine sprechende Sache, res. Und er gehört dazu zum Güterrecht und nicht ins Personenrecht. Der hoch ausgebildete römische Kodex hat den Sklaven grundsätzlich nur güterrechtlich definiert. Und im altrömischen Recht konnte ein Sklave selbstverständlich von dem Pater Familie, von dem Patriarchen, dem Vater der Familie, der Sippe, konnte er totgeschlagen werden. Er hatte auch eine eigene Gerichtsbarkeit über ihn und er musste sich nicht öffentlich verantworten. Im jüngeren römischen Recht ist es beseitigt worden aufgrund der großen Sklavenaufstände. Da war diese Herrschaft wackelig geworden. Der Sklave ist eine sprechende Sache. Und wir haben das ja noch bis ins 19. Jahrhundert rein. Denken wir an den erschütterten Roman von Beecher Stowe, Onkel Toms Hütte. So lang ist das noch gegangen. Das muss man auch mal sagen, das ist auch Begrenztheit des Philosophierens. Philosophieren ist auch ein unendlicher Progress, auch ein Entwicklungsprogress. Das Christentum hat in seinem philosophischen Gedankengut, in seiner Humanität, jedem Menschen eine unsterbliche Seele zuerkannt und hat damit im Grunde genommen die Sklavenhaltergesellschaft ideologisch außer Kraft gesetzt, unterwühlt bei allen Widersprüchen. Die Kirche hat noch lange die Sklaven geduldet. Ich möchte es nicht idealisieren. Trotzdem hat das Christentum hier den Gedanken einer Humanität gebracht, die für jeden Menschen gilt und die nicht mehr sagen kann, ein Mensch ist eine Sache. Trotzdem ist dieses Athen in der Tat die Urzelle der modernen Demokratie. Von diesen schweren Beschränkungen einmal abgesehen, die zeittypisch sind. Es ist die Polis, die Stadt, in der alles entschieden wird. Und der einzelne Bürger der Stadt definiert sich als ein aktiver Bürger. Also das wäre für Athen ein Skandal gewesen, wenn, wie hier in der Wahl von Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht wie viel, über 30% nicht zur Wahl gegangen wären. Indiskutabel. Der Mensch wurde auch erzogen, ein Zoon Politikon. Ein Zoon ist ein Wesen, eine Kreatur und Politikon ein politisches Wesen zu sein, der sich engagiert, der sich teilnimmt. Athen war eine Art Basisdemokratie. Auch die Richter waren Laienrichter. Es gab ein ausgedehntes Schöffenwesen war das. Das muss man dabei sehen und das ist unablösbar von Sokrates. Sokrates ist ein erzdemokratischer Denker, ist er. Und er wehrt sich auch, wie in Athen im Jahr 404 eine Diktatur im Handstreich den Stadtstaat besetzt, die Herrschaft der 40 Reichen, wie die 1500 Menschen hinrichten lassen, wie die das Vermögen der Immigranten einziehen und Blutbäder anrichten. Da weigert sich Sokrates, der von der Staatsregierung den Auftrag bekommt, einen Emigranten in die Stadt Athen zu bringen und ihn zur Hinrichtung zu führen. Da weigert sich Sokrates. Und er sagt später in seiner Verteidigungsrede vor dem Gericht am Ende seines Lebens, sagt er, denn mich konnte jede Regierung, so gewaltig sie auch war, nicht so einschränken, dass ich etwas Unrechtes tat. Sondern als wir von dem Tollos, dem Regierungssitz, kamen, gingen die Viere nach Salamis und brachten den Leon, diesen Emigranten, der zur Hinrichtung ausgeliefert werden sollte, als Staatsfeind. Ich aber ging meines Weges nach Hause. Er hat sich den Vier nicht angeschlossen. Vielleicht hätte ich deshalb sterben gemusst, wenn nicht jene Regierung kurz darauf wäre aufgelöst worden. Dies werden sehr viele von euch bezeugen können.
Sokrates war ein mutiger Philosoph. Ich darf es mal derb sagen, der hat das Maul aufgemacht, der hat sich gewehrt. Und das ist selten genug, wenn wir wissen, dass ein Mann, ein großer Philosoph wie Martin Heidegger, 1933 im Mai der erste NS-Rektor in Reichsdeutschland wurde und ein glühender Nationalsozialist war, während sein Freund Karl Jaspers mit seiner Philosoph Karl Jaspers mit seiner jüdischen Frau Gertrude Jaspers um sein Leben fürchten musste und am Anfang April 1945 nach Auschwitz mit seiner Frau deportiert und vergast werden sollte. Und sein Freund Karl Jaspers, der große Arzt und Philosoph, hat ab 1933 immer den ganzen Tag über für sich und seine Frau Ziankali-Kapseln im Anzug gehabt. In der Nacht und es ist immer auf den Nachttisch gelegt, damit wenn die Gestapo, kam ja meistens um 5 Uhr morgens, damit wir nicht gehen, damit sie sofort schlucken könnten. Da hat der Martin Heidegger kein Wort dazu gesagt und hat auch kein Wort mehr an den alten Freund Karl Jaspers gerichtet. Es ist selten, dass Philosophen so enorm mutig auch sind. Es hat solche Philosophen gegeben. Kant war ein mutiger Philosoph, Sartre war ein mutiger Philosoph, Sokrates gehört zu den Tapfern. Am Ende, unter dem Zusammenbruch von Athens im Jahr 404, es wurde entwaffnet, die Hafenmauer wurde geschliffen, damit war Athen absolut offen von der Flanke des Meeres her. Es musste gewaltige Kontributionen zahlen an Sparta, an den Sieger Sparta. Es war so ein bisschen ein Vergleich wie der Versailler Vertrag. Es wurde ungeheuerlich ausgeblutet. Es konnte keinen Schritt mehr selbstständig machen. Da war die Stimmung auf das Höchste gereizt. Es war Krisenstimmung, es war ein Tanz auf den Vulkan. Und da kam kritisches Denken in Misskredit. Diesen politischen Hintergrund muss man bedenken. Damals ging es den Sophisten an den Kragen. Wer waren die Sophisten? Die Sophisten waren Weisheitslehrer. Sophia, die Weisheit. Die großen Vertreter waren vor allem Gorgias und Protagoras. Heute haben die Sophisten eine schlechte Presse. Wenn man sagt, die Sophisten, das sind Winkeladvokaten, das sind Rechtsvertreter, das sind schlechte Dialektiker in dem Sinn, dass sie den Schülern beibringen, man kann jede Sache vertreten, pro oder contra. Man muss nur gewandt sein. Man muss eine schlechte, sozusagen eine jesuitische Dialektik, die muss man nur erlernen. Das ist die eine Seite. Der Sophismus ist in der Tat zu Lebzeiten Sokrates verkommen und wurde zu einer reinen Redekunst und zu einer Wortfechterei, mit der alles und jedes vertreten werden konnte. Andererseits muss man aber auch sehen, dass die Sophisten in ihren Ursprüngen Vertreter der griechischen Aufklärung waren. Die alte Götterwelt, die wir noch bei Homer kennen, die brach zusammen. Die Menschen waren aufgeklärt und haben plötzlich festgestellt, mein Gott, wir haben ja ungefähr 100 Götter. Und dann haben wir sogar noch eine Göttin des Streites, Eris, die Göttin des Streites. Diese Götter, die bekriegen sich nur. Das kann doch so alles nicht sein. Die Athener wurden aufgeklärt, die waren belesen. Die hatten Hochschulen, Akademien, waren eminent gebildet. Sie waren mehrsprachig, die Athener. Und hier brach die alte, geschlossene, religiöse Welt brach zusammen. Aufklärung kam, die Mündigkeit des Menschen. Und das haben die Sophisten beschworen. Sie waren glanzvolle Vertreter auch des Geistes. Sie haben gekämpft gegen den blinden Gehorsam, gegen die Unterdrückung durch eine Priesterkaste. Ja, ist ja immer interessant, immer wieder der Kampf gegen Priesterkasten. Ich war jetzt gerade auf einer Brückerkreuzfahrt in Ägypten und da ist mir zum ersten Mal wieder deutlich geworden, dass der große Reformpharao Echnaton war der Ketzer unter den Pharaonen. Der hat gesagt, ich möchte mich jetzt rund 1000 vor Christus, ich möchte mich aber jetzt auf die Zahl nicht festlegen, hat er gesagt, wir haben eine solche Unzahl von Göttern, den Geiergott, den Horus, den Sobek, den Krokodilsgott und was für alles, ist ja den Katzengott und was es alles gab. Der hat gesagt, das ist alles inhuman und das kann nicht die Wahrheit sein. Es kann nur einen Gott geben. Er war ein Vertreter des Monotheismus, ein früher Vertreter des Monotheismus, des Monos allein, einzig, wie es später das Judentum und das Christentum es vertreten hat. Und er hat gesagt, es gibt nur einen Gott und das ist die Sonne, das ist Ra. Und er hat Ra als Sonnengott dann fest sozusagen intronisiert und hat die alten Götterkulte verboten, sozusagen als Ketzerkulte, als Baalskulte. Und kaum war er gestorben, ist die Priesterkaste wieder Kaste hochgekommen und sein Gesicht wurde rausgehauen wieder aus den Tempeldarstellungen. Und alles, was ihn an ihn erinnern sollte, wurde ausgelöscht. Er hat die Priesterkaste wieder gegen ihn rebelliert. Es war wie eine Art Konterrevolution war das. Die Sophisten setzten also auf Mündigkeit des Menschen, auf seine Selbstbestimmung, auf die Orientierung. Eben genau das, was wir in der Aufklärung seit Galilei, Newton, Hobbes, Locke, Descartes, Leibniz, Kant, Voltaire, was wir im Mittelalter erlebt haben und wogegen die katholische universale Kirche noch vergeblich die Inquisition einzusetzen versucht hat. Sie konnte es nicht hindern. Diesen gleichen, also ähnlichen Prozess haben wir auch schon im 5. Jahrhundert. Die Aufklärung greift um sich. Aber hier passiert genau das Gleiche, worunter wir heute auch stehen. Aufklärung ist auf der einen Seite, sie ist, befreit uns. Stadt, Luft, macht frei. Meistens sind auch die Städte die Zentren der Aufklärung und nicht das dumpfe Land. Aber
Und Aufklärung entbindet die Wissenschaft. Sie macht das Leben plötzlich auch erkennbar, die Welt erkennbar, die Welt bearbeitbar. Man glaubt nicht mehr an Geister, an Elementargeister. Man glaubt nicht mehr an das Wirken der Götter, sondern schaut sehr genau, wie sind die Klimabedingungen. Und warum haben wir Hochwasser? Da gibt es nicht einen Regengott, der uns zürnt, sondern das sind große Flächen, sind eben Asphalt versiegelt. Wir wissen heute sehr genau, warum wir hier ständig im Rheinland das Hochwasser haben. Das ist der große Befreiungsschlag der Wissenschaft. Wie später auch der Befreiungsschlag der Wissenschaft gegen die mittelalterliche Orthodoxie, die Scholastik, die sich mit Fragen beschäftigt hat, wie viele Engel auf der Spitze einer Nadel sitzen können. Das ist das eine, die Befreiung durch die Aufklärung. Aber Aufklärung lässt uns auch frösteln. Aufklärung wirft uns auf uns selbst zurück. Und ich möchte fast sagen, ohne einen von Ihnen zu kränken, in jedem von uns steckt natürlich auch ein Stück Fundamentalist. Wir hätten schon gern irgendwo so eine Führung. Wir hätten schon gerne Leitung. Manchmal wird man ganz gern nochmal an einen Weihnachtsmann glauben oder an den Osterhasen. Die Welt war so traulich. Die Welt war so gegliedert. Und die Eltern waren noch die beiden großen Riesen, die alles wussten, die auf alles eine Antwort hatten. Mit anderen Worten, Aufklärung macht uns auch nackt. In der Aufklärung sind wir, um eine Formulierung von Sartre zu verwenden, sind wir zur Freiheit verdammt. Und wenn Nietzsche das Wort gesprochen hat, gleichgültig wie jeder von uns dazu steht, wenn Nietzsche das große Wort gesprochen hat in der fröhlichen Wissenschaft, Gott ist tot. Und wenn der Tor bei Nietzsche überall in die Gotteshäuser läuft und schreit, Gott ist tot, merkt ihr nicht, dass ihr hier noch ein Grab verwaltet? Habt ihr nicht begriffen, welche Erschütterung das ist? Wir haben Gott gemordet und nun stehen wir in einer gottlosen Welt. Wir haben die Sonne losgekettet, die Erdball losgekettet. Wohin treiben wir? Müssen wir nun selbst Götter werden? Das ist eine gewaltige Erschütterung. Die Verweltlichung der Welt, die Verwissenschaftlichung der Welt, die Entzauberung der Welt, der Siegeszug des Rationalismus, des Empirismus, des aufklärerischen Betrachtens der Welt, das macht uns auch sehr, sehr nackt. Wir werden nun zu Architekten unseres Schicksals. Das ist schwer auszuhalten. Und in einem Staat, der nach einer solchen Krise hungert, nach Lebensinhalten, nach Ideologie, nach Philosophie, nach einer geschlossenen Weltanschauung, wenn man auch will, nach Religion, sind die aufrührerischen Reden des Sophisten und das ständige Bohren und Beunruhigen eines Sokrates werden als gefährlich empfunden werden, als destruktiv empfunden werden, als zersetzend und staatsfeindlich empfunden. Das muss man auch wissen. Romano Guardini, der große katholische philosophische Denker, sagt einmal in seinem Standardwerk Der Tod des Sokrates, Protagoras und Gorgias sind die großen Vertreter der sophistischen Richtung. Sie stellen die subjektiven und praktischen Bedürfnisse des Menschen in den Vordergrund und unterziehen die traditionellen Wertungen auf dem Gebiet der Theorie, der Wahrheit, der Moral, der Politik und der Religion einer strengen Kritik, die deutliche Züge einer Aufklärung trägt. Der Schwerpunkt des Interesses verlagert sich von der Erkenntnis der Natur zur Ergründung des Wesens, des Menschen. So viel zu dieser Sache. Nur Sokrates hat darauf insistiert, auf dem zentralen Spruch des Tempels in Delphi, Gnoti Seauton, erkenne dich selbst. Das war ihm das Allerwichtigste. Und er sagt einmal in seiner letzten Verteidigungsrede vor dem Gericht, ein Leben ohne Selbsterforschung verdient gar nicht gelebt zu werden. Und das ist natürlich auch eine psychische Erfahrung, die jeder von uns kennt. Natürlich leben wir manchmal sehr gedankenlos und manchmal verlieren wir uns selber und wir verlieren uns in der Geschäftigkeit. Heidegger würde sagen, im Gerede, im Mann, in der Uneigentlichkeit. Und plötzlich brauchen wir manchmal Leidensdruck. Wir brauchen was ganz Erschreckendes, dass jemand stirbt, dass eine Beziehung zusammenbricht, dass im Beruf eine Krise ausbricht, dass wir krank werden. Und plötzlich werden wir wieder auf uns selbst geworfen und wir müssen Selbsterforschung betreiben. Wo wir das nicht machen, werden wir uns fremd, entfernen wir uns Lichtjahre von uns selber. Sokrates teilt das sophistische Bohren und Infragestellen, aber er befreit rücksichtslos gegen alle gesellschaftlichen Autoritäten und finanzielle Vorurteile das Denken zu sich selbst. Das ist das Neue. Und damit macht er etwas Existenzielles. Karl Jaspers sagt dazu, in Sokrates muss eines Tages eine Umwendung sich vollzogen haben, als er die Naturphilosophie in ihrer Belanglosigkeit für die ernsten Fragen erkannte, als er in der Sophistik die Zersetzung begriff, da wusste er das Wahre nicht als ein bestimmtes anderes. Aber er wurde ergriffen von dem Bewusstsein seines Berufes, eines göttlichen Auftrags. Dieses Berufes, gewiss wie die Propheten, hatte er doch nichts zu verkünden wie sie. Kein Gott hat ihn beauftragt, den Menschen zu sagen, was er ihnen befahl. Er hatte nichts als den Auftrag zu suchen mit den Menschen, selbst ein Mensch. Er soll unerbittlich fragen, aus jedem Versteck aufscheuchen. Er soll keinen Glauben verlangen an irgendetwas oder gar an ihn selbst. Aber er soll denken verlangen, fragen und prüfen. Er soll den Menschen damit auf sich selbst stellen. Da aber dieses Selbst nur im Erkennen des Wahren und Guten liegt, ist er der Selbst, dem solches Denken ernst ist, der von der Wahrheit sich bestimmen lassen will. Und Goethe sagt in seinen Maximen und Reflexionen, dass Sokrates, ich zitiere, nicht zur leeren Spekulation, sondern zum Leben und zur Tat auffordert.
schauen wir uns drei Komplexe bei Sokrates an. Einmal die Revolution des Denkens, einmal sein Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, und zum Dritten seinen Tod und seine Stellung zum Tod. Mit Sokrates, das sehen wir, beginnt eine Revolution des Denkens. Das Denken selbst wird zum Gegenstand des Denkens, die Reflexion über das Denken. Kant würde sagen, in der Kritik von der reinen Vernunft von 1781, Kant würde sagen, ich reflektiere über die Möglichkeiten, die Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens. Denken wird selbst zum philosophischen Gegenstand. Denken, gibt Sokrates zu verstehen, ist Knochenarbeit. Denken ist geistige Auseinandersetzung. Denken ist Unbequemlichkeit. Jeder Mensch ist denkbegabt. Und ich möchte es mal einem einzigen Auszug aus einem Dialog mal zeigen, wie dialektisch, wie genau, wie unerbittlich Sokrates uns Denken gelehrt hat. Er hat uns, von Sokrates kann man wenig feste Inhalte mitnehmen, also sozusagen gesichertes Wissen, wo ich sagen kann, das habe ich bei Sokrates gelernt. Sokrates lernt uns eher die Methode des Denkens als Inhalte. Ganz im Gegenteil, er verunsichert uns sogar, er fordert uns immer wieder auf, unsere festen Gewissheiten zu überprüfen und dass es zu jeder Wahrheit auch eine Gegenwahrheit gibt, dass es Wahrheiten gibt. Denken wir doch mal an das Thema in der Paarbeziehung, wo ein Paar auseinander geht, gibt es immer zwei Wahrheiten. Wo ein Paar streitet, gibt es in der Regel zwei Wahrheiten, zwei Gesichtspunkte. Wir wissen, wie polyperspektivisch heute die Wahrheit geworden ist. Es geht in dem Dialog Euthyphron, geht es um die Frage, was das Wesen der Frömmigkeit ist. Und Sokrates unterhält sich hier mit dem Freund Euthyphron. Und ich zitiere einfach mal Sokrates. Ich habe einiges zur Verdeutlichung in Klammern noch verstärkt. Über dieses Weltbild spricht die Frömmigkeit, selbst belehre mich also, worin ihr Wesen besteht, damit ich darauf meinen Blick richte und es als Muster benutzen könne. Sokrates bittet sein Gegenüber, ihm etwas zu erklären. Euthyphron sagt, das also ist das Fromme, was den Göttern lieb ist. Was ihnen aber nicht lieb ist, ist das Unfromme. Soweit so gut, dann würde jeder von uns sagen, wo bitte ist das Problem? Klare Frage, klare Antwort. Sokrates, alte Schlitzohr, geht weiter. Vortrefflich, Euthyphron. Wenn das Sokrates schon vortrefflich sagt, ist immer Alarm gegeben. So wie ich dich bat, dass du mir antworten mögest, hast du mir nun geantwortet. Ob allerdings richtig, das weiß ich noch nicht. Aber es ist ja klar, dass du mir noch auseinandersetzen wirst, inwiefern das wahr ist, was du sagst. Sokrates gibt sich also nicht zufrieden. Er fragt sich, ist wirklich fromm das, was die Götter lieben? Er fragt sich, lieben denn alle Götter das Gleiche? Hassen alle Götter das Gleiche? Da gibt sich die Antwort keineswegs. Die griechischen Mythen erzählen ja ununterbrochen vom Streit zwischen den Göttern. Wie gesagt, es gibt sogar Eris, E-R-I-S, die Göttin des Streites. Und wenn Götter streiten, kann es doch eigentlich nur um Grundsätzliches gehen und nicht Bagatellen. Es kann also nur gehen um das Gerechte und das Ungerechte, das Fromme und das Unfromme, das Schöne und das Hässliche. Wie kann da das arme Menschlein noch durchblicken? Sokrates sagt also, ist es also nicht so, dass jeder von den Göttern das, was er für gut und gerecht hält, auch liebt, das Gegenteil aber hasst? Euthyphron, durchaus. Sokrates, nun halten aber doch das Nämliche, wie du sagst, die einen für gerecht, die anderen Götter für ungerecht. Und indem sie sich darin widersprechen, entzweien sie sich und bekriegen sich untereinander. Ist es nicht so? Euthyphron, so ist es. Sokrates, ein Bohrwurm. Das Nämliche scheint also von den Göttern gehasst und geliebt zu werden. Danach wäre das Nämliche, also das Gleiche, sowohl den Göttern verhasst als auch den Göttern lieb. Euthyphron, so scheint es. Sokrates, so wäre nach dieser Rede das Fromme und Unfromme das Gleiche, Euthyphron. Euthyphron, so verhält es sich. Also mit dieser Bestimmung der Frömmigkeit ist kein Staat zu machen. Also das Fromme und das Unfromme soll das Gleiche sein. Denken wir mal an den einfachen Fall, wenn Sparta und Athen sich bekriegt haben, dann haben die spartanischen Priester und die athenischen Priester haben die Waffen gesegnet. Und wie Hitler Deutschland die Sowjetunion überfallen hat, haben die protestantischen Pastoren und die katholischen Priester haben selbstverständlich die Hitlerwaffen und die Hitlersoldaten gesegnet und die frommen Popen haben die russischen Soldaten gesegnet. Da haben wir schon, da sieht man schon, ja, wo ist denn da der liebe Gott? Ist der neutral? Will der beide ins Gefecht schicken? Da sieht man schon, plötzlich kommen hier Probleme auf. Wo ist hier eigentlich die gute Sache? Wo bleibt hier der philosophische Begriff von der rechten Frömmigkeit und der Gerechtigkeit? Sokrates lässt nicht locker und wieder setzt er die dialektische Zange von neuem an. Sokrates, wird das Fromme von den Göttern geliebt, weil es in sich selbst fromm ist? Oder ist es fromm, weil es geliebt wird? Euthyphron, und er fragt weiter, dass etwas von den Göttern geliebt wird, bedingt nur, dass es ein Geliebtes, und zwar den Göttern lieb ist. Euthyphron, wie auch nicht? Sokrates, nicht also, dass den Göttern Liebe ist als solches fromm, Euthyphron, noch das Fromme den Göttern lieb und deshalb fromm, wie du sagst, sondern die eine Bedeutung ist von der anderen verschieden.
Alte Frauen, wieso denn Sokrates? Sokrates, weil wir doch erklären, das Fromme werde darum geliebt, weil es in sich fromm ist. Nicht aber deswegen sei es fromm, weil es geliebt wird. Ist es nicht so? Wenn es dir nun recht ist, verberge es mir nicht, sondern sage mir abermals von Anfang an, was denn das Wesen des frommen Seins sei, damit wir feststellen können, dass es um dieses Wesens willen von den Göttern geliebt wird. Sage mir also freiwütig, was ist das Fromme und was ist das Unfromme in sich selbst? Euthyphron geht in die bedingungslose Kapitulation. Ich weiß doch nicht, Sokrates, wie ich dir das sagen soll, was ich im Sinn habe. Denn was wir zustande bringen, läuft uns irgendwie im Kreis herum und will dort, wo wir ihm seinen Stand angewiesen haben, nicht bleiben. Der arme Euthyphron ist am Ende seiner geistigen Kräfte. Sokrates macht hier etwas, was für das Denken in der Philosophie, auch in der Politik, sehr wichtig geworden ist. Er weist hin auf eine Aporie. Was ist eine Aporie? Im Altgriechischen heißt Hoporos. Hoporos heißt der Weg, der Pfad, die Brücke. Und wenn etwas Aporos ist, ist es eine Nichtbrücke, ein Nichtpfad, ein Nichtweg. Eine Aporie ist etwas, wo wir an eine Grenze des Denkens kommen, wo wir nicht weiterkommen. Kant hat einmal eine weltberühmte kosmologische Aporie aufgewiesen. Er hat gesagt, stellen wir uns mal vor, die Welt hat einen Anfang. Dann stehen wir vor der Frage, ja, wie kann denn der Anfang gesetzt worden sein? Wie kann plötzlich Zeit beginnen? Ist an einem Dienstagmorgen plötzlich Welt entstanden? Außerdem stehen wir vor der Frage, wie hat jemand aus nichts Welt schaffen können? Eine Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus nichts. Seine lauter Fragen. Umgekehrt, wenn wir sagen, die Welt ist unendlich, räumlich und zeitlich unendlich, stehen wir vor einem Paradox. Wie soll etwas, ist gar nicht denkbar, das ist etwas, dieses Wort immer ist überhaupt nicht denkbar. Hier stehen wir vor einer Auswegslosigkeit, vor einer Aporie des Denkens. Hier kommen wir nicht weiter. Hier können wir nur in Demut sagen, wir können es nicht entscheiden. Wir wissen es nicht. Das aporetische Denken, das Stehenlassen von Widersprüchlichkeiten, die Unbeantwortbarkeit mancher Frage, das ist keine geistige Koketterie, sondern das entspricht der Verantwortung des Philosophen. An der Bonner Alma Mater, an der ich studiert habe, hatten wir immer einen schönen studentischen Witz, wir Philosophiestudenten. Neben uns waren die Theologiestudenten, die evangelischen, die katholischen. Wir haben immer gesagt, die Theologen haben die Offenbarung, wir Philosophen haben die Fragen. Da wird so eine Unterschiedlichkeit wird hier deutlich. Sokrates, in dem aporetischen Denken reflektiert er die Bedingungen der Möglichkeit des, der Erkenntnis und demütig anerkennt er die Nicht-Beantwortbarkeit vieler Fragen. Mir scheint es etwas außerordentlich Wichtiges, wie ich Philosophie angefangen habe zu studieren. Es war die Leidenschaft meines Lebens und es ist heute noch. Natürlich hatte ich ein Motiv, warum ich studieren wollte. Die Alternative wäre Medizin gewesen. Ich komme aus einem reinrassigen Mediziner, aus Vater, Mutter, Brüder, alles Mediziner. Mich hat brennend interessiert. Ich war bei den Jesuiten gewesen und dieser dogmatische Katholizismus, der hat mich völlig verstört. Und mit dem konnte ich nichts, auch nichts anfangen. Da kann man sich irgendwann nur noch mit Schrecken davon wenden, auch die Drohbotschaft, die dahinter war. Mich hat interessiert, wie jeden von uns, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und natürlich habe ich Philosophie studiert, um eine bündige Antwort zu bekommen. Und immer wieder habe ich bei Denkern geglaubt, jetzt hast du die Antwort. Bei Aristoteles bietet sich sehr dafür an. Bei Kant. Bei Hegel, Hegel ist geradezu ein Absinth für Säufer wie für mich, für geistige Säufer. Er hat auf alles eine Antwort. Der Weltgeist, der manifestiert sich in tausend Arten und Weisen. Es gibt nichts, was bei Hegel unbegriffen bleibt. Ich habe es später nochmal im Existenzialismus, selbstverständlich als 68er bei Marx, in so einer, heute würde ich sagen, kindlich geschrumpften Form des Studentenmarxismus, die durchaus auch Verdienste hat, aber die im Grunde Gemeinde mit Karl Marx, könnte man alles und jedes bis zum Kopfweh und zur Jungfräulichkeit beantworten. Das ist natürlich eine groteske Überschätzung eines philosophischen Denkens. Ich habe unendlich lang gebraucht in meinem Leben, hatte immer so einen leichten fundamentalistischen Zug, an einem Denker mich festzuhalten, unter einer roten Fahne zu laufen. Die erklärt die ganze Welt, nächsten Dienstag ist Revolution. Ich habe lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich merkte, das ist das Wesen der Philosophie, dass es so viel Unbeantwortbares gibt, dass wir die Spannung aushalten müssen und dass es mich auch in Unruhe versetzt und dass in mir immer wieder eine Stimme gibt, ich will aber doch absolute Wahrheiten und ich will irgendwo einen geistigen Unterstand haben. Ich will dich in diesen vielen Fragen leben. Es kostet auch Kraft, das einfach auszuhalten und auch Respekt zu haben vor den Modalitäten des Denkens, dass ein anderer mir gegenüber anders denkt, dass ein tief religiöser ein anderes Weltbild hat, dass ein Techniker ein anderes Weltbild hat, dass eine Frau vielleicht wieder andere Impulse hat, aus der sie sich geistig nährt. Das nicht abzuwerten, mich nicht in rechtfertigen behaupten zu müssen, sondern sagen, ist es nicht unerhört, so viele Köpfe, so viele Meinungen. Und es ist doch wundervoll, wenn du, Anthroposoph, mich mal einlädst in deinen Kosmos. Warum ist dir der Steiner so wichtig? Warum ist dir die Lehre vom Kamaloka, die Todeslehre, so wichtig? Was ist mit den verschiedenen Manifestationen, dem Astralleib und so weiter? Was verbindest du damit? Warum ist es so kostbar für dich und nicht besser, damit umzugehen? Und er hat uns auch den Blick geschärft für andere
Antinomien, auch das ist sehr wichtig. Nomos heißt das Gesetz. Und eine Antinomie ist, wo zwei Gesetzmäßigkeiten aufeinanderprallen, die alle ein gewisses Eigengewicht haben. Das ist voll das sokratische Denken von der Feststellung, dem Konstatieren von Antinomien. Schauen wir mal eine klassische Antinomie an. Die können wir nur sokratisch angehen. Die Gegengesetzlichkeit von einerseits der im Grundgesetz verankerten Unantastbarkeit und Würde der Persönlichkeit, dem Schutz der Persönlichkeit, auch der körperlichen und seelischen Integrität. Und auf der anderen Seite dem Recht auf Pressefreiheit. Oft ist das sehr stark antinomisch. Einmal haben wir das Schutzbedürfnis des Individuums. Die Stephanie von Monaco wehrt sich mit Recht, wenn sie bis ins Badezimmer mit Teleobjektiven noch verfolgt wird. Und die Caroline von Monaco, die mit dem Brügelprinzen verheiratet ist, wehrt sich mit Recht, wenn ständig in die Intimität des kindlichen Lebens eingegriffen wird. Die Kinder von vorn, das Kind war kaum geboren, schon hat die Presse versucht, bis in den Kreissaal reinzukommen. Hier ist das Schutzbedürfnis der Persönlichkeit ein ganz, ganz hohes Gut. Wie gehen wir auch beispielsweise mit der Sexualität von Politikern um? Geht uns das was an, ob ein Politiker heterosexuell ist oder homosexuell? Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Ob ein Politiker eine Freundin hat oder ob er keine hat oder umgekehrt? Wie gehen wir damit um? Umgekehrt gibt es aber auch ein Recht auf Pressefreiheit. Wenn der Brügelprinz in Hannover an den türkischen Pavillon seine Notdurft verrichtet, ist es zwar eine private und trotzdem ist es gleichzeitig ein öffentlicher Vorgang. Denn er ist nicht ein x-beliebiger. Er gehört sozusagen in Anführungszeichen zur Elite Deutschland. Er ist bekannt, auch im Ausland überall bekannt. Das heißt, das merken wir selber an uns, wir haben schon auch ein Interesse an gewissen privaten Dingen, die sich vollziehen. Aber da wird immer eine Spannung wird sein. Immer eine Spannung. Ist das jetzt schon schmutzige Wäsche waschen? Wenn wir jetzt wieder alles von Nadel erfahren, wie es mit Dieter Bohlen ist, da werden wir noch sehr viel erfahren. Bild macht eine Fortsetzung. Ich muss sagen, ich liebe die Boulevardpresse. Ich muss immer wissen, wie es Stefanie von Monaco und wie es dann Nadel geht. Also ich gebe das zu, ich habe ein gewisses Interesse. Ich bin der Typ, der im Friseurladen, am liebsten würde ich mir Dauerwellen machen, damit ich möglichst lang dran sitzen kann. Also wir müssen da immer mit uns kritisch umgehen. Wir tun alles so, als ob wir da haben. Ein libidinöses Verhältnis dazu, du sagst es ganz genau. Da sind Spannungen. Das ist eine klassische Antinomie, ist das. Oder eine Antinomie, schauen wir an, in der untergegangenen DDR, das wüste Treiben der Staatssicherheit und der große Groll auf die Funktionäre der Staatssicherheit, wo es natürlich auch wirklich schlimme Typen drunter gegeben hat. Und da ist der Wunsch entstanden, ganz stark, also wenn es nach der Bevölkerung gegangen wäre, wenn man hätte eine Urabstimmung gemacht, wäre das mit nicht unter 80% durchgegangen, nämlich den Stasi-Funktionären keine Rente zu geben. Das war sozusagen der Volonté générale, der allgemeine Volkswille. Dagegen steht antinomisch der Solidarcharakter der Versicherung. Die Versicherung ist nicht ein Instrument des Strafrechts. Wo einer ein Leben eingezahlt hat und ist darüber alt und grau geworden, daraus bezieht er auch Geld. Das ist existenzsichernd. Die Rente darf nicht als Strafrecht missbraucht werden. Wobei natürlich die Frage geht, welche Zusatz- und Ehrenrenten da im Zweifelsfall gekappt werden. Aber hier ist eine ganz typische Antinomie. Oder nehmen wir so etwas, wenn ein Kind geschändet wird, denken wir jetzt wieder die ermordete Ulrike, die Kleine. Es wühlt uns ja alle unendlich auf. Natürlich kommt da so richtig ein Instinkt hoch, dieser Verbrecher, wenn wir den finden, der muss umgebracht werden. Kopf kürzer. Wenn man die Bevölkerung abstimmen lässt, hätten wir übermorgen wieder die Todesstrafe. Da ist sozusagen eine ungeheuerliche Erbitterung. So ein Tier darf nicht leben. Und wenn wir immer wieder die Empörung sehen, wenn dann ein sexueller Straftäter aus, weil er Haftverschonung kriegt, weil er wieder für gesundet erklärt wird von dem Psychotherapeuten, wenn der einen Rückfall erlebt, der mordet ein Kind. Da kommen wir genau in solche Antinomien, kommen wir hier rein. Da hat uns Sokrates den Blick geschafft. Sokrates hat uns auch den Blick geschafft, dass Tugend Wissen ist. Er sagt, das Wissen befähigt den Menschen, gut zu handeln. Wissen ist Macht bei Sokrates in dem Sinn, dass es uns ermächtigt, das Richtige zu tun. Das Gerechte dem Ungerechten vorzuziehen oder wie Sokrates immer wieder sagt, lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun. Sokrates sagt, unabhängig auch von Massenstimmungen, von ideologischer Suggestion, von politischer Gängelung, denken wir mal der Hitlerzeit, ist der Mensch fähig zu einem Urteil über Gut und Böse. Der Mensch hat eine Fähigkeit abzuwägen. Es gibt keinen Determinismus, eine reine Kausalkette. Der Mensch, Kant würde sagen, hat etwas Intelligibles. Er ist Teilhaber einer intelligiblen, einer höheren Weltkraft seines Verstandes. Nun könnte man natürlich sagen, mein Gott, ist das blauäugig, und die sokratische Philosophie ist dafür auch kritisiert worden. Denn natürlich wissen wir, dass es gerade oft sehr intelligente Menschen sind, die zu grauenhaften Verbrechen fähig sind. Denken wir an Stalin, den Jesuitenschüler, denken wir an Goebbels,
der bei dem großen jüdischen Deutschen Gundolf promoviert hat, seinen Doktor gemacht hat in Germanistik. Das waren keine Dummköpfe. Und beide waren sie schauerliche Schreibtischtäter. Und doch scheint es mir außerordentlich wichtig, bei klarer Berücksichtigung, dass es hier auch Grenzen gibt. Das ist sicher nicht nur des Wissens. Nietzsche sagt beispielsweise, der Intellekt ist ein Knecht des Willens. Wir sind oft von unserem Willen geprägt. Wir wollen etwas haben. Und dann ist unser Intellekt ist ein reiner Diener, ein Sklave und rechtfertigt uns die Dinge und rationalisiert und tüftelt die Dinge so lange hin, bis sie für uns auch moralisch stimmen. Oder es gibt natürlich auch materielle, ökonomische Interessen, die uns zur Ungerechtigkeit hinbringen. Denken wir, was die Pharmakonzerne in der Welt machen. In Südafrika geben sie die AIDS-Medikamente nicht billig ab und dadurch sterben Zehntausende von AIDS-Opfern, müssen sterben, weil die Pharmakonzerne sich nicht die Profite runterhandeln lassen. Da hat es schon mit knallharten Profiten zu tun. Gleichwohl scheint mir wichtig, dass die Bedeutung des Wissens in den Mittelpunkt rückt. Ich will jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel vergegenwärtigen, das sehr gut zu diesem Haus passt. Wir sind ja nun das Haus Dr. Bukers und einem Haus, in dem es immer wieder um die richtige Ernährung und um die richtige Lebensführung geht. Diese beiden großen Komponenten, die Dr. Bruker in seinen beiden Büchern Unser Nahrung, unser Schicksal und lebensbedingte Krankheiten ganz zentral ausgeführt und in den Mittelpunkt seines Denkens gerückt hat, neben dem dritten Aspekt der umweltbedingten Krankheiten. Fast täglich sitzen vor mir übergewichtige Menschen. Adipöse Menschen, Frauen und Männer. Stärker noch Frauen. Frauen sind statistisch stärker vertreten unter den adipösen Menschen. Ich stelle eigentlich fast immer, ich bin nun kein Arzt, aber ich stelle fast routinemäßig immer die Frage, das Ärztliche gebe ich an den großartigen Kollegen Dr. Biermanns weiter, den ärztlichen Nachfolger von Dr. Bucker. Ich stelle immer zwei Fragen. Was isst du und wie isst du? Die erste Frage, da stellt sich fast immer heraus, dass so eine Patientin sich falsch ernährt. Sie weiß nicht, was richtige Ernährung ist, oder sie weiß es nur bruchstückhaft. Sie kennt die Grundprinzipien der vitalstoffreichen Vollwertkost gänzlich. Sie weiß nicht, dass unsere Brote ganz schäbige, mit Auszugsmehl gebackene Brote sind. Sie weiß nicht, dass das Auszugsmehl völlig devitaminisiert ist, dearomatisiert, dass es die wichtigsten Wirkstoffe nicht mehr hat, dass hier aus dem Korn nur noch der Stärkekern genommen wird. Sie weiß es nicht. Sie sagt, Weißmehl ist doch ein wundervolles Mehl und ein Weißbrot ist besser als ein Graubrot. Das sind sehr oft die Auffassungen. Sie weiß nicht, dass Zucker ein raffiniertes, veredeltes Produkt ist, total entvitaminisiert, bis zu geht nicht mehr raffiniert und dass Zucker nicht nur Karies bringt, sondern ganz zentralen Schädiger im Körper ist. Und sie weiß nicht, dass ein Zucker der klassische Vitamin B2-Räuber ist. Dann kriegen wir schon keine Vitamine über unser Auszugsmehl, über unsere Brote und Kuchen nicht und im Zucker wird es uns noch zusätzlich genommen. Sie weiß nicht, dass die meisten Öle nicht kalt gepresst werden, sondern erhitzt werden und dadurch denaturiert geschädigt werden. Sie weiß nicht, dass Margarine B-Zell die schlechteste Margarine mit der besten Reklame, dass das ein Kunstprodukt ist, das ursprünglich vom Napoleon III. Als Ersatzbutter, als billige Ersatzbutter für die Armee produziert wurde und dass natürlich in der Margarine einfach niemals die natürlichen Qualitäten einer Butter sind. Sie weiß es einfach nicht. Da ist das Wissen eine außerordentlich wichtige Voraussetzung, die Ernährung zu ändern. Mit Sokrates zu sprechen, die Dieta, die gesunde Lebensführung, das gesunde Essen zu entwickeln. Es ist ja keine Böswilligkeit liegt vor, es liegt einfach Unwissen vor. Und da muss erstmal das wirkliche Wissen kommen, das muss man studieren, das muss man lernen, das ist nicht eine Glaubenssache. Man muss auch mal sich ein paar chemische Formeln anschauen. Man muss das begreifen, man muss begreifen, warum es so wichtig ist, dass wir gut ein Drittel unserer Ernährung wirklich mit Frischkost machen, mit Salaten. Und dass es auch mit Säften nicht getan ist, denn ein Saft ist nie das gleiche wie ein Apfel mit seinen natürlichen Bestandteilen. Das ist die erste Frage. Die Tugend des Wissens, indem ich weiß, kann ich tugendhaft, kann ich das Gute verwirklichen. Das zweite, die Frage ist, wie isst du? Und da stellt sich natürlich in der Regel raus, dass hier auch eine Essstörung vorliegt. Ich kann darüber sehr gut reden, weil Essstörungen kenne ich aus meinem Leben. Vor 20 Jahren habe ich gefressen wie ein Fürst und hatte immer auch chronisch immer auch ein Übergewicht. Aber ich habe nicht nur gegessen, weil es halt gut geschmeckt hat und weil ich so eine renaissancehafte badische Genießernatur bin, sondern ich habe gefressen, weil ich einsam war, weil ich völlig verkopft war, weil ich Kontaktstörungen hatte, weil ich mich ungeliebt fühlte, weil ich mich auch selber nicht liebenswert fühlte. Da bin ich halt jeden Abend bis spät nach Mitternacht bin ich in meiner Bibliothek gesessen, habe den Telefonstecker rausgezogen, habe dann zu meiner Frau am nächsten Morgen gesagt, so eine Sauerei, keiner ruft mich an. Also auch so typische Double Bind. Und um 11 Uhr abends bin ich in die Küche runtergeschlichen. In der Küche habe ich mir eine Platte gemacht. Ich habe mich geschlichen, das sollte meine Frau nicht sehen. Und habe so eine Platte, das hätte für eine vierköpfige Familie für ein verlängertes Wochenende gereicht. Das habe ich gemacht. Und als Bader, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein Fläschlewein. Sie merken schon, diese Verniedlichung, eine Fläschle. Die Badener, die haben es so mit dem Verniedlichen. Wenn ein Badener ins Gefängnis muss, dann sagt er nicht, ich gehe in den Knast, dann sagt er, ich muss ins Café Gitterle. Das ist so herzlich. Ja.
Und mit den beiden Sachen bin ich hochgezogen. Und spätestens um 1 Uhr Nacht war die Platte weg und meistens war auch das berühmte Fläschle Wein war weg. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit dem gestauchten Bauch, mit dem schlechten Stuhlgang und außerdem habe ich einen Overhang gehabt. Ich war natürlich vom Alkohol auch noch beeinträchtigt. Und wie ich da zum ersten Mal in eine Therapie ging, in eine Gruppentherapie, da habe ich das mal gesagt, habe ich gewusst, also jetzt musst du an die Sachen ran, das machte mir auch Angst. Und dann sagte der Gruppentherapeut Harry, Gott hab ihn selig, hat wundervoll zu ihm gesagt, Matthias, du musst lernen, um 11 Uhr abends nicht den Kühlschrank zu umarmen, sondern einen Menschen. Du musst lernen, dich mit dem richtigen Satz zu machen. Mit anderen Worten, wo wir süchtig essen. Da machen wir alte kindliche Mechanismen, wir kompensieren, wir trösten uns damit. Das wurde manchmal mit uns gemacht, um uns abzufinden. Hier hast du Schokolade, anstatt mit uns zu sprechen und zu spielen. Und wir haben es auch selber gemacht. In meinen 7-jährigen Internatszeit bei den Jesuiten in Österreich, da gab es eine Droge, der wir alle gehuldigt haben. Das waren die Süßigkeiten. Für Süßigkeiten haben wir geklaut und alles gemacht. Hätte es damals schon Haschis gegeben, hätten wir gehascht. Aber das war die Droge. Das, wo die Welt nicht süß war, haben wir uns die synthetische Süßigkeit geholt. Und dass Frauen besonders anfällig sind für Essstörungen, ist klar, es ist eine brave Sucht. Die Frauen neigen zu den braven Süchten, die Männer zu den harten Süchten, Nikotin und Alkohol, viel stärker. Außerdem bewegen sich Frauen im härtesten Drogenmilieu der Küche. Ja. Also so viel dazu. Da ist Wissen eben auch außerordentlich wichtig. Das Wissen, wie gesagt, mal beim Beispiel. Erstmal, was esse ich hier eigentlich? Habe ich doch früher nicht gewusst, dass in einer Liter Colaflasche, wenn ich es recht im Kopf habe, sind es, glaube ich, 40 Zuckerstückchen. Ihr seid gerade im Kurs, ihr müsst es wissen. 40 Zuckerstücke sind da drin. Und das wusste ich doch nicht, dass das schädlich war. Ich habe mir doch nie Gedanken gemacht, warum ich sonst viele Blomben in den Zähnen habe. Das war für mich ein Naturgesetz. Ein Mensch kriegt Blomben. Hätte ich nur einmal meinem Neufundländer ins Maul geschaut, schon als Kind, hätte ich gemerkt, dass der keine Blomben hat, dass der nicht zum Zahnarzt muss. Dann wäre ich vielleicht mal aufs Nachdenken gekommen. Es war das Unwissen. Und das Wissen auch über das neurotische eigene Verhaltensweisen. Dass wir hier kindlich mit Stopfen arbeiten. Und es sind bei Gott nicht die Bulimiker und die Anorektiker, die Essstörungen haben. Ich glaube, fast jeder von uns kennt es, den berühmten Kummerspeck. Der berühmte Kummerspeck und die Süßigkeiten rein. Jetzt tue ich mir was Gutes. Oder umgekehrt aus lauter Liebeskummer überhaupt nicht mehr zu essen, in die andere Seite reinzugehen. Nun gehen wir zu dem Punkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es war sozusagen, das ist ein Markenzeichen von Sokrates, dass er immer wieder gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mir scheint das außerordentlich wichtig. Gerade wir in der Moderne, wir müssen uns heute positionieren. Wir haben nicht mehr ein mittelalterliches Universum, eine geschlossene Weltanschauung etwa der katholischen Universitas, der katholischen Kirche. Wir haben zwei Konfessionen allein schon mal, die sich gegenseitig, die zumindest konkurrieren. Kardinal Ratzinger spricht ja in seinem Text Dominus Jesus der protestantischen Kirche das Recht ab, sich als Kirche zu verstehen. Offen irgendwas anderes, offensichtlich ein eingetragener Verein, Spaßclub oder was, Kegelclub oder was, nach Ansicht des Vatikans, eine Wandertruppe, eine Wanderbühne. Da sehen wir schon, wir müssen uns heute selber positionieren. Wir haben heute ein Multiversum, ein Multiversum. Wir haben konkurrierende Weltanschauungen, Ideologien. Jeder von uns kann heute nach Thailand gehen, kann nach Indien gehen, kann Hinduismus annehmen, kann Buddhismus annehmen. Wir wissen alle was von Zen-Buddhismus, wir wissen was von Taizé. Was können wir auch weltanschaulich? Manche, nicht wenige von uns sind fasziniert von dem Gedanken des Karmas, aus einer fernöstlichen Idee. Aber in einem sind wir uns heute, denke ich, hier im Saal alle klar, Dogmen lassen wir uns nicht mehr vor die Nase binden. Wir legen heute schon großen Wert, uns selber den Weg zu finden. Der Mensch führt heute eine Bastelexistenz. Das Leben ist eine Baustelle. Und wir haben heute eine Konsensmoral. Auch in der Paartherapie sehe ich das immer wieder. Erlaubt ist, was gefällt. Erlaubt ist, worauf sich ein Paar einigen kann. Und zwar in allen Lebensbereichen. Finanziell, im Lebensmodus, mit oder ohne Trauschein, mit oder ohne Kinder. Swingerclub, Latex, Leder, hart, sanft, wie auch immer. Ein Paar muss über alles muss entscheiden. Konsens. Können wir eine gemeinsame Übereinstimmung finden? Sozusagen, wir haben längstens die Normen vom Himmel heruntergeholt. Wir selber müssen die Normen neu finden, müssen sie entwickeln. Wir müssen auch zum Teil ganz neue gesellschaftliche Normen entwickeln. Noch vor 30, 40 Jahren waren wir doch von der Ökologie, waren wir doch nicht angetan. Das war doch nicht eine Norm, die uns groß bewegt hat. Das haben wir entdeckt in einer riesigen sozialen Bewegung, gerade hier in Deutschland. Oder dass wir heute die Normen haben, dass das behinderte Leben ein ganz, ganz kostbares Leben ist. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten wundervoll zugenommen hat, dass wir die Behinderten nicht verstecken. Dass wir nicht mehr von einem mongoloiden Kind sprechen, sondern ein Kind mit dem Down-Syndrom. Und wenn wir den Film sehen mit Senta Berger und einem mongoloiden Sohn, dann merken wir erstmal, welche ungeheure Lebendigkeit in diesen Menschen steckt. Das sind Dinge, wir haben heute eine ganz andere Norm, was Minderheiten angeht, ob es Ausländer sind, ob es Homosexuelle sind. Das ist unser Herz im Großen und Ganzen weiter geworden. Wenn wir sehen aber auch, dass es die Gegenbewegung gibt, die Ausländerfeindlichkeit und das drauf loskloppen. Die Werte sind irdisch geworden. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir zu einem Zeitpunkt der Computer
Computerisierung, der Digitalisierung, des immer exponentiell werdenden Wachstums des Wissens, dass wir gleichzeitig immer weniger wissen. Damit sind wir ungeheuerlich konfrontiert. Das hat schon bereits 1798 der deutsche Germanist Schlegel entdeckt. Friedrich Schlegel, der sagte, je mehr man schon weiß, desto mehr hat man noch zu lernen. Mit dem Wissen nimmt das Nichtwissen zu oder vielmehr das Wissen des Nichtwissens. Was gehen jetzt für Probleme auf uns zu? Mit der ganzen Entschlüsselung des menschlichen Genoms, mit dem realen Gedanken, dass Menschen geklont werden können. Was kommen auch für Gefahren auf uns zu? Wie verhält es sich mit dem therapeutischen Klon, mit der Arbeit mit adulten Zellen und so weiter? Da kann doch keiner von uns behaupten, da weiß ich alles. Völlig neue Fragen kommen uns auf uns zu. Der Professor Antinori in Rom, der will in Palästina, will der zehn italienischen Paaren, will der ein Kind klonen. Interessanterweise soll jedes Kind geklont werden nach dem Vater. Es wird eine Kopie des Vaters. Es dürfte wohl kein Zufall sein, dass nicht ein einziges nach der Mutter geklont wird. Das sieht man schon. Sokrates würde sagen, er würde Begriffsarbeit machen. Er würde sagen, was macht das Wesen eines Kindes aus? Und er würde antworten, dass es einen Vater und eine Mutter hat. Aber dieses Kind hat keine Mutter mehr. Das ist einfach vom Vater geklont. Da ist auch Begriffsklärung wieder außerordentlich wichtig. Oder nehmen wir bei der Organexplantation. Die Organe werden lebenden Menschen entnommen. Der Mensch, der kommt, der mag gehirntot sein, wobei selbst da gibt es noch Diskussionen drum. Gehirntot, das ist ein Teil des Menschen. Der lebt noch, der atmet, der schwitzt, der menstruiert, der kann auch ein Kind austragen. Wie hieß sie, die Marion Bloch, glaube ich, in Erlangen, die noch monatelang ein Kind ausgetragen hat, aber als gehirntot definiert war. Das Standesamt hat sich geweigert, sie als tot zu erklären. Und denen nehmen wir die Organe raus. Und der sogenannte Gehirntote, der wird nicht nur festgeschnallt auf dem Operationstisch, sondern bevor man ihm von der Gurgel bis zum Schambein aufschneidet und ihm 15 Liter Eiswasser hineinschüttet, wird er narkotisiert. Ich frage Sie, warum wird ein Toter, ein angeblich Toter, eine Leiche narkotisiert? Da stehen Fragen, stehen dahinter. Nichts dagegen, wenn einer eine Niere einem anderen Menschen spendet. Aber wir sollten schon sehr genau überlegen, ob wie im deutschen Transplantationsgesetz ein Enkel über den Willen seines Großvaters entscheiden kann, der hätte entschieden, dass ihm die Organe entnommen werden können. Im bürgerlichen Recht kann ich auch nicht sagen, mein Großvater hätte mich eigentlich zum Universalerben gemacht. Da greift das Gleiche nämlich nicht. Das sind lauter Definitionsfragen. Man muss stark sein, um das Nichtwissen aushalten zu können. Schwache Menschen, in dem Sinn sind wir alle auch mal schwach. Schwache Menschen klammern sich an Systeme, an simple Welterklärungen, an Führer. Im Augenblick kriege ich permanent gesagt, ja, es gäbe da so indische Papyri und auf denen sei das Leben jedes Menschen aufgeschrieben. Da gibt es im Ruhrgebiet, gibt es solche Heiler, da geht man hin und dann kann der einem genau erklären, was im Leben noch passieren wird. Jedes einzelne Leben sei ja schon aufgezeichnet. Was haben wir heute? Auch eine Welle, auch oft des Irrationalismus, was da alles erklärt wird. Ich manchmal oft erlebe, was Menschen mir mit felsenfester Überzeugung sagen, was sie alles schon im Karma gewesen sind. Interessant ist immer, dass ich nie jemand entdeckt hat, der mal gesagt hat, ich war eine Putzfrau in Böhmen oder ein Fabrikarbeiter in Polen. Das sind alle indische Fürsten und spanische Granden. Also es hat schon was. Und um manche Figuren gibt es großes Gedränge. Es gab, wie Ötzi gefunden habe, es hat in eine Zeitschrift gemacht, die haben mal zusammengezählt, es gab in dem Bundesgebiet über 163 Menschen, die von sich behauptet haben, sie seien Ötzi gewesen. Da gibt es natürlich ein Gedränge um den Ötzi. Also ich habe eine Frau erlebt, mal in der Sendung von Ilona Christen, weil die psychologische Experte war, die war auch ein Ötzi, ein echter Ötzi gewesen. Ja, das heißt aber auch, wo wir behaupten, ich weiß alles, da werden wir sehr leicht militant. Und vergessen wir eines nicht, wir sind in einem Zeitalter auch der Religionskriege. Die Glaubenskämpferfront, die reicht rund um den Erdball, vom Balkan nach bis Südostasien. Denken wir mal, was da unten alles war in diesem Jugoslawienkrieg. Wie da Muslime auf Christen gestoßen sind, wie da auch religiöser Hass war. Im Himalaya-Staat Bhutan und in Sri Lanka, da streiten sich blutig und tödlich die Buddhisten und die Hindus. Im Kaschmir bekämpfen sich Hindus und Muslime um die Vorherrschaft. Im Sudan und auf den Philippinen stellen sich die Muslime und die Christen militant gegenüber. In Israel greifen immer massiver die orthodoxen, die säkularen Juden an. Hans Küng, der große Theologe, sagt einmal, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Er sagt in seinem Buch Weltethos, man kommt um die traurige Feststellung nicht herum. Religionen erscheinen im Übergang zum dritten Jahrtausend nicht nur als die großen Geburtshelfer des Weltethos, sondern auch als die großen Störer des Weltfriedens. Also ambivalent. Auf der einen Seite können sie positive humanistische Kräfte sein. Denkt mal an den Johannes, den 23. und so. Aber sie können auch grauenhafte Störer sein. In Israel hat der religiöse Eifer Harry Goodman ein Dutzend betender Muslime massakriert mit dem Maschinengewehr. Er hat gesagt, die Engel werden mir ein Loblied singen. In den USA werfen Anhänger der christlichen Pro-Life-Bewegung Bomben in Abtreibungskliniken, ermorden dort tätige Ärzte.
In den islamischen Ländern rekrutieren sich ganze Heere islamischer Gotteskrieger. Und dort, wo sie die Vorherrschaft erringen, etwa im Sudan oder in Afghanistan, da etablieren sie in ihren sogenannten Gottesstaaten Folter, Frauenunterdrückung und das drakonische Recht der Scharia mit Auspeitschung, Glieder abhacken und erhängen. Wir haben ja jetzt gerade erlebt, wie die Taliban diese wundervollen Kulturwerke der Buddha-Figuren einfach sprengen. Da kommt etwas sehr Gefährliches auf uns zu. Und immer, und wir haben es ja gerade in Deutschland so erlebt, dieses Wissen, die arische Rasse, die befreit die Welt, die arische Rasse ist eine besondere Rasse und die hat Recht, andere Rassen auszulöschen. So, das hat noch der Adolf Eichmann, hat das ganz treu und bieder im Glaskasten des Jerusalemer Gerichts 1961 von sich gegeben. Da sehen wir, wie ungleich das wichtig ist. Oder sehen wir auch, ich möchte das nicht vergleichen mit dem Faschismus, aber was ist denn alles auch entstanden im Zeichen der Klassenlehre? Was hat sich eine Staatspartei im östlichen Teil Deutschlands angemaßt, über alles zu wissen, den Lauf der Geschichte bestimmen zu können und Menschen schuriegeln zu können und Kinder bürgerlicher Schichten nicht zum Abitur und nicht zum Studium zuzulassen, die geistige Freiheit zu beschränken, Schriftsteller in der Nazi-Tradition stehend einfach auszubürgern, wie Wolf Biermann und einige andere auch. Was ist da gerade auf deutschem Boden schon an Fanatismus entstanden? Wie fundamentalistisch sind wir? Hier in den großen Häusern, hier nebendran beispielsweise in den großen, schönen Mietwohnungen hier am, am Kurpark, da dürfen keine Tiere gehalten werden, nicht mal ein Wellensittich darf gehalten werden. Was ist das für eine gnadenlose Sicht? Der Philosoph Ernst Tugend hat, der sagt einmal, die meisten vergangenen Zeithalter glaubten zu wissen, was gut ist. Und die philosophischen Systeme, die in ihnen entstanden sind, glaubten geradezu sagen zu können, welches die Idee des wahrhaft guten Lebens ist. Wir haben heute diese Sicherheit verloren. Aber der Verlust kann auch ein Gewinn sein. Indem wir nicht mehr glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, könnten wir die Erfahrung des Sokrates erneuern, dass uns der Ausblick auf das Gute im Wissen des Nichtwissens gegeben ist. Und in diesem Zurückgeworfensein auf uns selbst lernen wir es schätzen, dass wir nach dem wahrhaft Guten fragen können, dass wir überhaupt noch Fragen haben, dass wir neugierig sind, dass wir im guten Sinn des Wortes Unwissende sind. Ich komme zum Ende. Das, was uns Sokrates über den Tod vermittelt hat. Und das ist erschütternd. Denn Sokrates hat uns nicht etwas theoretisch gesagt. Er wurde der Asebeia, der Gottlosigkeit, angeklagt unter Verführung der Jugend. Beides konnte man ihm nicht nachweisen. Kein einziger Jugendlicher konnte vor das Gericht geschaffen werden. Es waren immerhin 500 Schöffenrichter, die über ihn abgestimmt haben. Und auch die Gottlosigkeit konnte ihm selbstverständlich nicht nachgewiesen werden. Sokrates hat an das Göttliche geglaubt. Aber nicht in der Art des standardisierten Staatsglaubens, der in Athen war und der in dieser Krise unerhört stark wurde, wo die Priesterkaste sehr stark wurde. Sokrates vermittelt uns eine friedvolle Thanatologie, Thanatos der Tod, eine friedvolle, eine leichte, wenn man will, eine heitere Art der Todeslehre. Mir scheint das etwas sehr Kostbares. Die Uta Ranke-Heinemann schreibt in einem ihrer Bücher von der Henkertheologie, die mit ewigen Höllenstrafen den Gläubigen droht. Ich habe das noch als jetziger Schüler erlebt. Da gab es das katholische Fegfeuer, das ist eine besonders aparte Einrichtung und ein Wartesaal in der katholischen Theologie. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Und es gab die Hölle. Die Hölle. Und die Hölle war damals ganz klar ausgewiesen. Wer in die Hölle kommt, der wird nie, nie wieder rauskommen. Immer. In Jahr, Milliarden nicht. Es gibt keine Resozialisierung. In jedem bürgerlichen Gericht kann man nach 20 Jahren, auch wenn man gemordet hat, kann man einen Gnadenantrag kann man stellen. Und man behält bei uns grundsätzlich keine 80-Jährigen mehr im Gefängnis drin. Aber es war eine schreckliche Botschaft. Und es hieß ja immerhin schon bei einem mittelschweren sexuellen Delikt, das war beispielsweise damals ein mittelschweres Delikt, das bereits mit Todesstrafe zur Folge hatte, war die Selbstbefriedigung eines Jungen, eines Mädchen von 15. Der müsste ja krank sein, wenn er es nicht tut, wenn er sich nicht entdeckt. Das war schon Todesstrafe, wenn es nicht gebeichtet war. Mich haben damals diese ganze Höllentheologie, die hat mich sehr, sehr geängstigt. Sokrates sagt was ganz anderes. Sokrates wird verurteilt, den Schirlingsbecher zu trinken. Und er wendet sich noch vor dem Gericht gegen die Annahme, der Tod sei ein Übel. Er sagt, denn eines von beiden ist das Todsein. Entweder so viel als Nichtsein, noch irgendeine Empfindung von irgendetwas zu haben, wenn man tot ist. Oder, wie auch gesagt wird, es ist eine Versetzung und Umzug der Seele von hinnen an einen anderen Ort. Mit anderen Worten, er präsentiert beide, die säkulare, die atheistische und die religiöse Betrachtung des Todes. Im ersten Fall, dass wir zwischen A und B leben und es ist alles zu Ende. Im ersten Fall, so Sokrates, ist es nun gar keine Empfindung, sondern ein Schlaf, in welchem der Schlafende noch nicht mal einen Traum hat. So wäre der Tod ein wunderbarer Gewinn. Selbst wenn es kein Weiterleben gibt, er beruhigt uns und sagt, dann wirst du nichts mehr empfinden. Das alte griechische Wort, Thanatos, Adelphos,
Thanatou. Der Tod ist der, Dankeschön, der Tod ist der Bruder des Schlafes. Ja. Hier kommt ein ganz, ganz neues Bild, kommt hier. Nietzsche hat einmal gesagt, der Tod ist verdorben durch den Missbrauch, den die Kirche damit getrieben hat. Und er hat einmal gesagt, der Tod ist durch die wunderlichen Apothekerseelen zu einem übelschmeckenden Gifttropfen gemacht. Hier kommt was ganz anderes. Hier hat er hat zugeschlagen, der Nietzsche. Nietzsche sagt zum religiös verstandenen Tod etwas Wundervolles. Ist der Tod aber wiederum wie eine Auswanderung von hinnen an einen anderen Ort? Und ist das wahr, was gesagt wird, dass dort alle Verstorbenen sind? Was für ein größeres Gut könnte es wohl geben als dieses, ihr Richter? Mit dem Orpheus umzugehen und mit Museion und Hesiodot und Homer. Wie teuer möchtet ihr das wohl erkaufen? Ich wenigstens will gern oft mal sterben, wenn dies wahr ist. Was für eine humane Lehre. Entweder gibt es kein Weiterleben, dann werden wir auch nicht mehr empfinden, dann wird es wirklich ein ewiger, traumloser Schlaf. Oder aber es gibt ein Leben, dann werden wir die Lieben, die uns teuer sind, wieder sehen. Und Sokrates geht gelassen in den Tod, der ein befohlener Freitod ist. Und wir haben hier eine sehr genaue Schilderung. Seine engsten Freunde sind in der 30-tägigen Gefängnishaft dem Tod vorausgeht. Bei ihm, er kann sich den Tod noch nicht geben, weil zuerst muss die Delegation erwartet werden, die jährlich, eine Festgesandtschaft, die jährlich nach Delos fährt, um den mythischen Helden Theseus zu verehren. In diesen 30 Tagen darf kein Gefangener zum Tode gebracht werden. Das wäre eine Schändung des Heiligtums. Aber als das Schiff zurückkehrt, ist es soweit. Der Vollstreckungsbeamte kommt in die Zelle mit dem Schirlingsbecher. Schirling, das Conium maculatum, das stinkt angeblich wie Katzenharn. Schmeckt bitter, das Gift bewirkt eine von den Beinen her aufsteigende Lähmung und Schwindel. Und in verdichteter Menge verabreicht, tritt der Tod durch eine Lähmung der Atemnerven ein. Sokrates hat es abgelehnt zu fliehen. Seine reichen Gönner hätten ihm, Kritias etwa, der Athener-Millionär, hätte ihm die Flucht bezahlt, ermöglicht. Er hat gesagt, kommt nicht in Frage. Es hat der Staat dieses Urteil befohlen. Es ist ein ungerechtes Urteil und doch, ich nehme es an. Würde ich es nicht abnehmen, würde ich fliehen, würde ich die Autorität des Staates in Kraft, außer Kraft setzen. Und ich diene meiner Sache mehr, wenn ich für meine Sache auch sterbe. Ich habe gerecht gelebt, ich habe keinen verführt. Und ich bin euch unbequem geworden, ihr Athener, weil ich euch die Wahrheit gesagt habe. Sokrates geht völlig gelassen in den Tod. Er ist der große Märtyrer der Philosophie. Insofern ist auch etwas Jesuanisches in diesem Sokrates. Als nun Sokrates den Menschen sah, der ihm den Schirlingsbecher gegeben hat, der Vollzugsbeamte, sprach er wohl an, Bester, denn du verstehst es ja, wie muss man es machen? Nichts weiter, sagte der, als wenn du getrunken hast, herumgehen, bis dir die Schenkel schwer werden und dann dich niederlegen. So wird es schon wirken. Der Vollzugsbeamte hat ihm um Verzeihung gebeten, der Vollzugsbeamte hat ihm seine Hochachtung ausgedrückt. So hat es auch Vollstreckungsbeamte gegeben, die zum Tod verurteilten Antifaschisten auf ihrem letzten Gang geholfen haben, 2000 Jahre später. Alle Freunde des Sokrates weinen, die Frau weint, die Xantippe, die Kinder weinen. Er verbietet ihnen das Weinen. Er sagt, trauert nicht um mich, ich habe kein böses Geschick vor mir. Wer, ob ich oder ihr besser dran seid, das wird sich erst noch erweisen. Wir wissen nicht, was mich erwartet. Aber er weigert sich strikt, verbindliche Aussagen über ein Leben nach dem Tod zu machen. Da sagt er ganz deutlich, ich habe das hier denn auch zitiert, das kann man nicht wissen. Es scheint mir eine sehr demütige, sehr realistische, sehr redliche innere Haltung zu sein, wenn ich oft mal sehe, was Quacksalber uns alles präzis beschreiben, was alles nach dem Tod in den ersten 70 Tagen so genau passiert. Er hört die, hält die Schüler zur Gelassenheit an. Als wir das hörten, schämten wir uns und hielten inne mit Weinen. Er aber ging umher. Als er merkte, dass ihm die Schenkel schwer wurden, legte er sich gerade hin auf den Rücken, denn so hat es ihm der Mensch geheißen. Daraufhin berührte ihn eben dieser, der ihm das Gift gegeben hat, von Zeit zu Zeit und untersuchte seine Füße und Schenkel. Dann drückte ihm der Fuß stark und fragte, ob er es fühle. Er sagte nein. Und darauf die Knie. Und so ging er immer höher hinauf und zeigte uns, wie er erkaltete und erstarrte. Daraufhin berührte er ihn noch einmal und sagte, wenn ihm das bis ans Herz käme, dann würde er tot sein. Selbst in der Todesminute bleibt Sokrates ein Mann der Gelassenheit. Ein Philosoph. Er verabschiedet sich mit einem kleinen Wunsch aus dieser Welt. Als ihm nun schon der Unterleib fast ganz kalt war, so berichtet uns Platon im berühmten Dialog, da enthüllte er sich. Denn er lag verhüllt und sagte, und das waren seine letzten Worte, O Kriton, wir sind dem Asklepios, dem Heilgott, einen Hahn schuldig. Entrichte ihm den und versäumt es ja nicht. Das soll geschehen, sagte Kriton. Sieh aber zu, ob du noch sonst etwas zu sagen hast. Als Kriton dies fragte, antwortete er aber nicht mehr, sondern bald darauf zuckte er und der Mensch deckte ihn auf. Da waren seine Augen gebrochen. Als Kriton dies sah, schloss er ihm Mund und Augen. Und Phaidon, der Berichterstatter, der von Platon protokolliert wurde, beschließt seinen Todesbericht mit folgenden Worten. Dies
war das Ende unseres Freundes, des Mannes, der unserem Urteil nach von den damals Lebenden, mit denen wir es versucht haben, der Trefflichste war und auch sonst der Vernünftigste und Gerechteste. Und da möchte man eigentlich nur wünschen für das eigene Leben, dass wir, wenn es mal so weit ist, einen starken Charakter und ein gnädiges Schicksal haben, um mit so viel sokratischer Gelassenheit würdig aus dem Leben gehen zu können, lebenssatt und einverstanden aus dem Leben gehen zu können. Im Frühjahr dieses Jahres wurde die brandenburgische frühere Sozialministerin Regina Hildebrand nach ihrem Zustand gefragt. Sie hat vor 5 Jahren eine beidseitige Brustamputation wegen Krebs hinter sich. Sie hat Chemotherapie hinter sich, sie hat 27 Bestrahlungen hinter sich und sie hat an Weihnachten des letzten Jahres erfahren, dass sie total von Metastasen besetzt ist und keine langen Lebenschancen mehr hat. Und was sagte sie? Ganz im Geiste Sokrates. Ich zitiere: Es kommt nicht darauf an, dass man ganz lange lebt, sondern dass man erfüllt gelebt hat. Es wäre zu wünschen, dass wir das später auch alle mal sagen können. Danke für Ihr geduldiges Zuhören.